Vielleicht ist die Erkenntnis, dass jeder Mensch individuell ist, vielleicht ganz hilfreich. Und zwar sehr individuell ist. Ein Wort zum meinem persönlichen Weg bezüglich Ernährung und Reinigung. Da kann ich verstehen, dass das viele als zu fokussiert betrachten, dass ich das zu fokussiert angehe. Das war aber schon immer so bei allen Dingen, die ich gemacht habe, die mir extrem viel Spaß gemacht haben und eine extreme Leidenschaft waren. Also es ist einfach ein Hobby für mich, mich damit zu beschäftigen und ja, Ergebnisse und Veränderungen zu sehen. Und bei anderen Dingen, wie zum Beispiel früher Computerhardware, hatte ich genau das gleiche, dass ich mich so krass reinfokussiert hatte, dass ich so viel Wissen über Hardware hatte, wie die allerwenigsten Menschen, die man halt so kennt, sage ich mal. Genau kann man das nicht definieren, weil es ja sehr, sehr viele Unterteilbereiche gibt. Aber es war bisher bei jeder Sache so, auch beim Kraftsport habe ich mich sehr darauf fokussiert und wusste dann auch mehr als die meisten und war schnell auch von den Gewichten her sozusagen im Profibereich, in dem Sinne, wenn man halt sein Gewicht eingibt und das, was man in den 3 oder 4 Hauptübungen halt an Gewicht schafft, dann lässt man es ausrechnen und dann war ich da überall schon im Profibereich, habe dafür nur 1,5 Jahre gebraucht. Laufsport, okay, da habe ich mich jetzt nicht so krass drauf fokussiert. Das war immer so eher nebenbei. Jetzt habe ich in den letzten 2 Monaten halt erstmal nicht viel gemacht, aber davor bin ich im Training dann halt eine 1,28 auf Halbmarathon gelaufen. Oder 38 Minuten auf 10 Kilometer und ich habe nie wirklich regelmäßig trainiert, sage ich mal so. Also es war sozusagen schon immer ein Ding von mir, dass ich mich bei Dingen, die ich halt leidenschaftlich mache, extrem darauf fokussiere, weil mir es einfach so einen Spaß macht. Und jetzt habe ich 2 Jahre lang auf Ernährung fokussiert. Ich bin ehrlich, habe wirklich nicht viel anderes gemacht an anderen Hobbys, sage ich mal so. Weil mir es einfach so einen krassen Spaß macht und ich auch so krass motiviert bin, das bis zum Ende durchzuziehen, aber das Ende ist jetzt ja schon vorbei. Also ich fokussiere mich jetzt schon gar nicht mehr drauf, weil ich habe jetzt sozusagen mein Ding gefunden, beziehungsweise bin einmal halt jetzt einen Schritt zurückgependelt. Ich bin einen Schritt weiter vorausgegangen, als das eigentliche Ziel ist, mit dem ich momentan am besten klarkomme. Dann einen Schritt zurückgependelt und jetzt hat sich das normal eingependelt und das erzähle ich dann auch gleich, wie sich das wahrscheinlich jetzt eingependelt hat, auch wenn das immer schwanken wird so ein bisschen, aber ich beschäftige mich schon seit Tagen nicht mehr mit Ernährung, weil ich jetzt halt so mein Ding gefunden habe, und genau das ist es halt, ich bin halt auch von Natur so ein Sprinter-Typ, sage ich mal, aber gleichzeitig habe ich halt Geduld, die bis nach dem Tod geht, sage ich mal. Ob man es jetzt symbolisch sehen mag oder wörtlich, man kann es beides sehen. Ich bin halt eher so ein Sprintertyp und will halt Dinge möglichst in einem Ruck sozusagen durchhaben, damit ich das nächste machen kann. Und jetzt habe ich halt Ernährung durch, nach einem Jahr. Und Reinigungsbla ist auch durch für mich. Wird das alles automatisch und nebenbei funktionieren. Also im Prinzip habe ich so die Ziele schon erreicht, also im Prinzip habe ich überhaupt keine Ziele, sage ich mal so. Also die haben sich damit erübrigt im Prinzip, weil ich jetzt erkannt habe, dass sowieso das meiste automatisch jetzt kommt und mit dem Fluss einfach kommt und nebenbei kommt. Das wird halt immer weitergehen und ich bin schon sehr gespannt auf die weitere Zeit sozusagen, aber ich habe halt keine wirklichen Ziele, die ich verfolge, weil das halt sowieso kommen wird. Und ja, von der Reinigung, ich meine, das ist also schon relativ lean, sage ich mal so.
worum es aber auch nicht geht. Also es geht halt nicht um darum, dass man irgendwie dünn ist, weil dünne Leute können extrem vergiftet sein, vergifteter als dicke Leute. Und deswegen bringt es einem überhaupt nichts, wenn man irgendwie dünn ist, wenn man halt dann vergiftet ist. Also manche Leute, die nehmen halt an Gewicht zu und andere Leute, die speichern Gifte halt auf biochemischer Weise, auch in Lymphsystem und so weiter. Und auch kompakter dann insgesamt, dass sie kompakter gespeichert werden. Deswegen kann man anhand des Körpergewichts oder des Aussehens oder des Körperfettanteils eigentlich nicht festmachen, ob jemand jetzt stark entgiftet ist oder stark vergiftet ist. Wobei ich da, also ich persönlich mittlerweile halt einen Blick für habe, welcher Mensch halt wie vergiftet ist und nicht. Wobei man halt auch nicht, also gibt es sehr, sehr viele Faktoren. Es gibt halt auch dicke Menschen, die sehr, sehr gute und sehr, sehr schöne Haut haben, weil Vergiftung sich sehr, sehr individuell äußert, je nachdem auch wie der Geist beschaffen ist. Und ja, das ist sehr, sehr individuell, auch von der Genetik her und so weiter, aber in erster Linie eigentlich vom Geist sogar. Was wollte ich noch sagen? Ja, dann kann ich mal sagen, wie die Ernährung jetzt ungefähr feststehend ist. Also es gibt bei mir überhaupt nichts mehr Feststehendes. Aber es ist jetzt so, wo es sich eingebildet hat. Ist das das Falsche momentan? Und der einzige Grund, warum ich noch nicht so krass in den Videos rumlache und rumfreudige und so weiter, ist eigentlich nur, weil die ganze Zeit halt die Stimmen in meinem Kopf sind von Leuten, weil die meisten Leute einfach das so krass finden und das einfach nicht erkennen können und so weiter und dann ständig irgendwas Negatives da rein interpretieren und die Stimmen, die hängen einem halt die ganze Zeit dann im Kopf. Das ist dann halt schon ein bisschen schwierig, aber ich will halt trotzdem diese Videos machen, weil ich schon so viele Leute damit auch inspirieren konnte und die ihr Leben dadurch auch verbessert haben und teilweise auch richtig krass umgekrempelt haben. Und deswegen mache ich das halt gerne weiterhin. Also für mich selber brauche ich kein einziges Video machen. Ich wüsste jedenfalls nicht wofür. Ich mache das nur für euch. So. Ja, so momentan ist dann die Ernährung so, dass ich Wassermelone steht ganz oben, Äpfel in erster Linie zum Entsaften oder als Apfelmus, Bananen sind wieder drin, obwohl ich die halt nicht so gerne mag, aber in erster Linie auch als Brei oder zusammen mit Brennnesseln ein bisschen oder mit Heidelbeeren oder sowas, gefrorene Heidelbeeren, aber das ist nicht so eine optimale Kombo, aber wenn ich Bock habe, dann mache ich das. Ich bin jetzt aber halt noch so ein bisschen in den Übergangstagen, also die Hungerkrankheit ist wieder überwunden, sowas wie Hunger kenne ich wieder nicht, ich fühle mich komplett durchgehend satt, egal ob ich esse oder nicht esse. Dann habe ich probiert, 10 Bananen zu essen, ich habe mich nicht satter gefühlt als vorher und auch nicht, also ich habe mich halt schon vorher satt gefühlt und dann, es hat sich einfach nichts verändert dadurch, dass ich esse, also dadurch, dass ich esse oder was trinke, dadurch verändert sich nichts mehr. Ist eigentlich total egal, was ich jetzt esse und nicht. Sollte halt roh sein, weil sonst bekommt man es nicht gut. Aber irgendwann wird sich eigentlich auch das haben. Dann sind die geistigen und körperlichen Blockaden so krass weg, so krass gelöst, dass der Geist eigentlich alles sozusagen begradigt. Wie kann man sich das vorstellen? Alles ist halt im Prinzip Schwingung und alles, was man halt zusätzlich in den Körper reintut, ist eigentlich im Prinzip nicht natürlich, weil wir von uns selber leben, von höheren Energien leben. Kann sich natürlich fast keiner vorstellen, ist auch in Ordnung. Ich will damit ja auch niemanden da irgendwie dazu anleiten, das zu machen. Man kann definitiv zu wenig essen. Das auf jeden Fall. Je nachdem, wie vergiftet man noch ist und je nachdem, wie viel, also wie man geistig drauf ist, das ist sehr, sehr individuell. Ich maße mir nichts Allgemeines an, nur sage ich halt, dass ich der Überzeugung bin, dass ich es auch bei vielen Leuten und bei mir sehe, die den Weg gehen, dass es halt so ist, dass man nicht von physischem Essen unbedingt lebt und dass es nur den Geist stimuliert, nicht
zu faul zu werden, sich aus dem Äther aufzubauen, also sich aus sich selber aufzubauen, circa. Und da halt die Stimulation fehlt, wenn man nichts mehr isst. Oder auch schon die krasse Kochkoststimulation fehlt, indem man nur noch Rohkost isst, werden viele Leute dadurch faul oder sogar bis hin zu verrückt, weil die halt keine Motivation mehr für irgendwas haben. Und das merke ich halt auch teilweise, dass dadurch, dass die Kochnahrung weg ist, auch wenn die Kalorien gleich bleiben, dass einfach weniger Motivation da ist und dass man mehr aus sich selber herauskommen muss. Für manche Menschen ist das richtig. Die Rohkost, weil sie sich das richtig anfühlt, die haben dann auch mehr Motivation, weil sie sich halt viel besser fühlen. Bei manchen ist das noch nicht richtig fürs aktuelle Bewusstsein und die enden dann mit weniger Motivation insgesamt. Dann ist das halt für sie auch nicht richtig. Das nur nebenbei. Jetzt weiß ich gar nicht, wovon ich wieder abgeschweift bin. Ich mache jetzt einfach weiter mit den Früchten. Also Wassermelone. Ach, ich weiß es wieder, wovon ich abgeschweift bin. Egal, ich lasse das Thema jetzt einfach. Oder? Ach, egal. Also Wassermelone, Äpfel zum Entsaften als Apfelmus, Bananen. Genau, ich war dabei, dass ich in so einer Übergangsphase jetzt halt wieder bin. Also noch, das wird jetzt nur noch ein paar Tage dauern, weil das jetzt die letzten Tage auch total schnell gegangen ist immer. Ja, ist auch wieder interessant, jetzt wo ich eine Woche wieder roh bin und mein Darm ist jetzt wieder auch komplett gereinigt und leer. Und seit der Darm jetzt wieder gereinigt und leer ist, brauche ich auch wieder fast keinen Schlaf. Also Kochkost, komplett wieder 8 Stunden Schlaf gebraucht, circa. Davor ungefähr 4 Stunden, das die letzten 4 Monate. Während des Trockenfastens nur 30 bis 90 Minuten. Und jetzt sind es, weiß ich nicht, gestern waren es 4 Stunden wieder. Heute, bisher habe ich jetzt noch gar nicht geschlafen, bin ich müde, bin jetzt 6 Uhr morgens. Weil ich einfach nicht müde werde halt. Ich werde wahrscheinlich aber trotzdem noch irgendwie ein paar Stunden schlafen, also für ein paar Stunden müde werden irgendwann heute. Aber noch nicht. Das ist halt wieder faszinierend. Und da ich halt in dieser Übergangsphase bin, mache ich jetzt einfach noch Bananen, aber das wird sich jetzt auch wieder verringern. Aber ich esse das wirklich mal ganz gerne so als so 4 Bananen als Brei gemixt, weil es schmeckt dann einfach wie Pudding und das schmeckt halt wie natürlicher Pudding. Das finde ich ganz geil. Vielleicht kann man auch noch eine Dattel oder so reingeben, aber ich finde das schon sehr, sehr süß. Wenn ich mehr Bananen nehme, nehme ich halt Salat dabei, weil sonst merke ich halt diese Übersäuerung, die ich im Bauchbereich merke, richtig stark merke, wie es halt so brennt, einfach sowieso brennt. Aber wenn ich mich entscheide, das mit dem Geist zu puffern, also mit dem Geist, dass das nicht mehr da ist, dann ist das sofort weg. Weil man halt Lichtnahrung generieren kann. Und das Essen, wie gesagt, das stimuliert nun Lichtnahrung zu generieren. Und deswegen haben viele Leute mit Kochkost erstmal keine Probleme, weil es sie so stark stimuliert, dass sie so viel Lichtnahrung generieren, dass sie die Probleme kompensieren. Und ich kann das mittlerweile teilweise ein bisschen über den Geist schon steuern. Also ich merke halt dieses klare Brennen, dieses Sodbrennen, stimuliere mich aber selber, also generiere von mir selber Energie, weil die letztendlich so von einem selber kommt. Und dann ist das sofort weg, das Sodbrennen. Und so kann man halt auch diese ganzen Umweltgifte irgendwann puffern. Aber ich habe mich da halt deutlich mit überfordert. Also mehr als eine Kochmahlzeit pro 2 Wochen oder sowas oder pro 4 Wochen kann ich noch nicht mit dem Geist puffern. Und ich werde dann auch erst langsam wieder einsteigen, das zu trainieren, indem ich dann irgendwie gedünstetes Gemüse mal esse, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Will ich auch nicht zu sehr eingehen, doch das ist alles noch Zukunftsgedöns. Oder vielleicht kommt es auch gar nicht, keine Ahnung. Wollte ich auf jeden Fall nur noch mal anschneiden. Aber die Bananen werden halt wieder weniger insgesamt. Ich esse halt nur noch das, was ich dann halt gerade irgendwie Bock drauf habe. Datteln esse ich deswegen auch wieder. Mit Salat aber auch, weil sonst ist mir auch zu blöd mit der Übersäuerung. Ist halt besser, wenn das sich alles selber regelt, wenn man halt mal chillen kann und nicht alles mit dem Geist irgendwie puffern muss und so weiter.
Datteln mit Salat halt, weil dann auch Ballaststoffe hinzukommen und Wasser hinzukommt, dann merke ich halt, wie der Zucker mich nicht so krass herausreißt, einfach mich total hyperaktiv macht, sondern es ist einfach so eine stetige Energie und es ist sehr schön sättigend einfach, Salat mit Datteln. Ist aber halt auch so ein Backup-Plan, oder wenn man halt mal Bock hat, ist für mich so eine geile Süßigkeit einfach. Feigen, die ich einweiche, so Trockenfrüchte sind mir mittlerweile zu trocken. Und ich habe auch keine Lust, mich zu dehydrieren, weil ich halt auch seit 4 Monaten nichts trinke, außer halt manchmal einen Fruchtsaft oder so. Tomaten ist auch ein Staple Food. Gurken kriege ich momentan Bio für 60 Cent. Ich mache mir also einen Apfelsaft, damit dann, den verdünne ich dann mit Gurke, weil es mir sonst auch zu süß. Oder trinke den Gurkensaft so. Manchmal süße ich den Gurkensaft auch noch mit ein bisschen Apfel, wie ich halt gerade Bock habe. Brennnesseln waren die letzten Tage ganz geil. Haben mich richtig schön ins Hier und Jetzt verfrachtet. Jetzt habe ich nochmal Brennnesseln versucht und die haben gar keine Wirkung mehr gehabt. Außer, dass die mich beerdigen, also dass ich sogar noch einen negativen Effekt wahrgenommen habe, dass es mich runtergezogen hat, weil die halt sehr viele erdige Stoffe haben. Deswegen werde ich die spärlich benutzen, aber halt so, wie ich mich da fühle. Das waren halt so die Staple Foods schon. Wassermelone, Äpfel, Bananen, Datteln, Feigen, Tomaten, Gurke. Ja, und die Feigen und Datteln sind halt vorrätige Früchte. Die Bananen sind halt auch keine saftigen Früchte. Die Äpfel sind nicht immer beste Qualität. Aber so ist das halt hier. Und als nächstes ergänzen, was ich halt nicht immer kriege oder nicht immer esse, aber von Zeit zu Zeit halt Staple Food ist. Das sind Zucchini zum Beispiel. Die Gurken schmecken mir eigentlich besser als Zucchini. Aber Zucchini sättigen manchmal mehr. Paprika, Erdbeeren, wenn ich halt welche kriege. Ja, Orangen, Grapefruit, Zuckermelone, also die Peel de Sapo Melone meine ich damit. Und Sonnenblumenkerne. Wobei es mich dann halt auch wieder zur Avocado hinzieht, also zur Frucht. Aber die Sonnenblumenkerne sind deutlich günstiger einfach. Dann noch in Klammern Weißkohl, Chinakohl, Salat, also als eine Gruppe sozusagen. Einfach halt für die Datteln oder für den Bananensmoothie. Und auch in Klammern Karotten, einfach das Wurzelgemüse. Aber ich habe halt auch heute oder gestern kann man sagen, Wurzelgemüse gegessen. Beziehungsweise so eine Wurzelpaste nenne ich es jetzt einfach mal, weil ich daraus so eine ja einen halben Mixer voll, so 700 Gramm oder 750 Gramm voll Wurzelpaste gemacht habe mit Fruchtgemüse und Wurzelgemüsekräuter und Gewürzen und so weiter. Ohne Salz hat sehr, sehr genial geschmeckt. Wenn man das dann noch erwärmen würde, wäre das, glaube ich, perfekt. Und ja, es hat mich aber auch nicht satter gemacht, weil ich schon satt war. Hat mir eigentlich auch nichts gebracht, nur für den Geschmack. Deswegen ist das auch in Klammern, werde ich halt dann nur für den Geschmack mal machen, wenn ich Bock habe. Oder um mich halt zu erden, weil das halt, also Wurzelgemüse ist ziemlich gut zum Erden. Also diese Paste kann ich sehr empfehlen. Ja, die dritte Kategorie ist dann halt so ergänzend wirklich nur. Pastinake zum Beispiel schmeckt mir eigentlich besser als Karotte, ist aber teurer, doppelt so teuer. Sellerie, Knollensellerie, Stangensellerie ist halt eher so gewürzmäßig, nutze ich das. Topinambur ist auch relativ teuer und schwierig zu schälen. Avocado ist mir generell zu teuer. Zitrone ist halt auch nur, um das ein Rezept dabei zu geben, genau wie Pilze. Ist halt was ich nicht monomehlen kann, sage ich mal. Und die Kaki, da habe ich nämlich jetzt wieder ein paar gefunden in den Supermärkten. Wenn ich da ein paar reife, richtig schön weiche finde, dann werde ich da auch wieder ein paar nutzen, auf jeden Fall. Sind auch sehr sättigende Früchte, obwohl die gleichzeitig saftig sind. Und als letzte Gruppe, was halt nur sehr spärlich genutzt wird, das sind zum Beispiel Oliven und Mais, was dann halt einmal die Woche oder so über einen Salat halt so ein bisschen davon kommt. Einfach nur, um das Aroma zu erhöhen und so weiter. Sprossen, Lupine, Linse, Mungbohne, Buchweizen. Ja, ich will auch nicht zu sehr darauf eingehen. Es ist ja auch nicht so. Weiß nicht, ob euch das interessiert. Aus Lupinen kann man irgendwie auch einen rohen Kokostofu machen. Ach, alles eigentlich.
Lauchzwiebeln halt auch eher so als Gewürz, Petersilie, Leinsamen und Mandeln. In erster Linie, wie gesagt, Sonnenblumenkerne, wenn überhaupt. Also das ist auch in der Paste drin. In der Wurzelpaste tue ich halt auch Sonnenblumenkerne rein. Flohsamenschalen ist halt ein gutes Bindemittel, Kräuter, Gewürze. Papaya ist normalerweise zu teuer, genau wie Trinkkokosnüsse. Erdnussmus, eigentlich Mandelmus. Erdnussmus ist immer geröstet und das sind Hülsenfrüchte, deswegen klaut das irgendwelche Gedöns und Mineralstoffe und es übersäuert den Körper und so weiter, merke ich auch alles. Aber Mandelmus 9 Euro, Erdnussmus 1,80 Euro, beides Bio. Und es wird halt nur genutzt als in Kombination mit getrockneten Feigen oder anderen Trockenfrüchten als Schokoladenersatz sozusagen. Also schmeckt mir besser als Schokolade und tut mir auch besser. Weil Schokolade ist ja im Prinzip konzentriertes Fett und konzentrierter Zucker und ein bisschen Aroma. Und da ich weiße Schokolade, also ohne das Kakaopulver eh lieber mag, nehme ich einfach nicht konzentriertes Fett und nicht konzentrierten Zucker in Rohkost Gedöns. Ja. Und wenn ich mich halt erden will und so weiter, wie gesagt, Wurzelgemüse, Sonnenblumenkerne, Avocado oder Gurkennudeln mit Avocado, halt irgendwelche Fruchtgemüse, eine ganze Schüssel voll oder halt Bananen, wobei das halt nicht immer funktioniert, mit Süßfrüchten sich zu erden. Ansonsten halt auch mal Trockenfrüchte, Nüsse, irgendwas davon, Gemüse, Salate. Ja, das ist dann, was ich momentan esse. Daraus kann man halt wirklich alles machen. Ich kann ja mal ein paar Beispiele geben. Also ich halte es meistens simpel, weil mir das einfach reicht. Zucchini-Nudeln kann man natürlich machen. Dann, wie gesagt, die Süßigkeit von Datteln mit dem Salat, Krautsalat, Apfelmus, Bananen, Pudding. Wollte schon fast Brei sagen. Karotte, Gurke, Brennnesselsaft, Apfelgurkensaft. Dann kann man Hack machen aus braunen Pilzen, gelbe, rote Paprika, Fleischtomaten, Lauchzwiebeln. Gurke, Zitronensaft, Sellerie, eventuell Avocado. Dann verschiedenste Pasten, Suppen, Wurzelsalat, Rohkost-Linsenburger, Rohkost-Frischkäse aus Pflanzenmilch mit Kokosmus, Sellerie, Dill, Petersilie, Schnittlauch, Flohsamen, Zwiebeln, Zitronensaft, Lasagne, werde ich wahrscheinlich auch mal ein Video zu machen, Rohschokocreme, Pizza, Mandelmilch, gekeimter Reis und dann halt auch Sushi, wobei ich halt Weinblätter sehr gerne mag. Da werde ich einfach mal Brennnesselblätter, weil ich keine Weinblätter habe, in Zitronensaft kurz einlegen, dann mit Avocado bestreichen und Blumenkohlreis oder Zucchini-Reis oder Mix aus gekeimten richtigen Reis und irgendwas anderes machen, die dann zusammenrollen, Zahnstocher rein, dann 20 Blätter davon und essen. Sowas halt. Das werde ich halt ab und zu halt machen, wenn ich halt Bock drauf habe. Aber im Prinzip bin ich halt die ganze Zeit satt, auch wenn ich nichts esse und nichts trinke. Wobei ohne Trinken finde ich schwierig. Und deswegen mache ich halt meistens einfache Dinge, weil die mir halt reichen. Gurkensalat mit Tzatziki, gefüllte Pilze, gefüllte Paprika mit Zucchini-Reis oder Blumenkohlreis, Brot, Wraps, Mozzarella, Lupinentofu. Ja, das sind halt so ein paar Beispiele. Das kann man halt alles aus diesen einfachen Zutaten machen, die ich halt genannt habe und die jetzt zu meiner Ernährung gehören. Aber wie gesagt, gestaffelt in vier verschiedene Kategorien und meistens wird einfach Kategorie 1 und 2 benutzt. Ja, Früchte und Fruchtgemüse, ein bisschen Gemüse, ein bisschen Nüsse. Ja. So viel zu meiner Ernährung und das wird sich wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr stark ändern. Ich werde immer mal wieder einen Schritt vorgehen, dann wieder einen Schritt zurück in diese Sache. Das ist halt so der Rahmen insgesamt, in dem sich alles abspielen wird. Es kann auch mal sein, dass da halt mehr Säfte ist, mehr Früchte oder halt mehr Rezepte oder mal wieder halt Wurzelgemüse und so weiter. Aber das wird halt so der Rahmen sein und da werde ich mich. Und da habe ich jetzt meine Ernährung gefunden oder meinen Ernährungsrahmen gefunden eher. Und mache mir schon seit Tagen keine Gedanken mehr drum. Und ja.
Jetzt suche ich mal irgendwas anderes, womit ich mich beschäftige.